Wer meine Streams nicht guckt, denkt sich jetzt wahrscheinlich immer nur so, Mashallah, was ein Hintergrund. Boah, Mashallah. Schwing. Freunde, es ist passiert. Shin Limme hat einen eigenen Zauberkasten rausgebracht und den werden wir heute unboxen, gucken, was drin ist und gucken, ob das Ganze sein Geld wert ist. Ich verlinke den euch auf jeden Fall schon mal in der Videobeschreibung, dass ihr den euch selbst ebenfalls bestellen könnt. Ich unboxe das jetzt einfach mal unter dem Aspekt, steckt da wirklich viel Shin Lim drin? Spürt man den Shin Lim Touch? Oder ist es einfach nur in Zusammenarbeit ein Standard-Zauberkasten und mit seinem Gesicht gebrandet? Das würde mich jetzt natürlich am meisten interessieren. Wir sind natürlich so kritisch wie nur möglich. Weg mit den ganzen Plastik! So sieht das Baby jetzt aus, ausgepackt, es macht viel Bling Bling, Glanzfolie wurde hier nicht gespart. Ich finde den Kontrast schön hier zwischen dem Glatt und dem Matt, das hat sich sogar gereimt, ziemlich cool. Okay, ja, also was auf jeden Fall direkt ins Auge springt, Mann, Schnauze! Ja, was auf jeden Fall ins Auge springt, ist, der Zauberkasten wurde ins Deutsche übersetzt. Das ist schon mal ganz cool, ja. Also es gibt eine deutsche Version davon, ihr müsst kein Englisch können, weil ich glaube, keine Community auf der Welt immer so oft sich beschwert, ich kann aber kein Englisch. Meine Community immer bei den Gimmick-Reviews. Hallo, hallo, do you speak Germany? Genau, hier steht einfach drauf, wie krass Shin Lim ist. Enthält über 100 Zaubertricks. Bereite dich darauf vor, wie ein Profi zu zaubern, für alle Altersgruppen ab 8 Jahren aufwärts, steht hier auf der Rückseite. Hier sieht man auch schon so ein bisschen, was gleich wohl drin sein dürfte. Evolution heißt dieser Zauberkasten und da gucken wir jetzt rein. Okay, das hier ist nur ein Sleeve, also das ist, oh, okay. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Regalia-Karten, ne? Ist da ziemlich genau das gleiche Prinzip. Den packen wir erstmal beiseite. Also, das ist auf jeden Fall schon mal super hochwertig. Das ist nicht wie bei irgendwelchen Standard-Zauberkästen, die man bei Cosmos oder wem auch immer bestellt. Ich hatte ja schon einige Zauberkästen reviewed in meinen Videos. Ich verlinke da in der Infokarte einfach mal den ersten Part davon und im Laufe des Videos die anderen Parts. Und jetzt ist der magische Moment gekommen. Gucken wir mal rein hier. Okay. Riecht sogar gut. Warum riecht das gut? Direkt mit dem Deckel. Okay, hier sehen wir einiges an Effekten, Gimmicks etc. etc. Okay, das ist schon mal saucool. Was mir direkt ins Auge springt, jeder Effekt hat hier einen eigenen Namen und es ist wirklich hier ganz genau hier erklärt, zu welchem Effekt welche Verpackung gehört mit welchem Stuff. Also hier, das hier gehört zum Effekt Final Destination, das hier zu Devious Ace und so weiter und so weiter. Hier unten haben wir wieder so eine Tic-Tac-Packung, die haben wir ja auch schon in anderen Zauberkästen gehabt. Also, sehr, sehr cool gemacht. Das gefällt mir schon mal super gut, weil man da sofort weiß, okay, für welchen Effekt brauche ich jetzt was und man muss nicht suchen. Und mich nervt, dass die Kamera dauernd überbelichtet. Ich mache mal Auto rein. Ja, Auto macht mich immer ein bisschen zu dunkel. Okay, bevor ich hier loslege, schaue ich erstmal hier rein, denn hier befinden sich alle Anleitungen zu den Effekten mit Zugriffsdetails für Online-Anleitungen. Okay, ich sehe hier von Murphy's Magic tatsächlich einen Zugang mit Passwort. Aber ihr seht schon, hier ist viel Text und mit Bildern auch ganz gut erklärt. Aber das Interessante ist, es heißt ja, über 100 Zaubertricks sind hier erklärt. Ich sehe hier jetzt erstmal bei den ersten 7 Punkten Techniken. Eine Karte forcieren, was ist das? Dann werden hier einzelne Forces erklärt. Double Lift wird erklärt. Also hier werden am Anfang erstmal haufenweise Basics erklärt. Palming und wie man das nutzen kann. Also die ersten 12, 13 Tricks basieren auf den gleichen Techniken. Also er bringt erstmal Techniken bei und dann Dinge, die du mit diesen Techniken machen kannst. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es in diese Richtung geht, aber finde ich cool eigentlich. Da sind auf jeden Fall lustige Ideen auch dabei. Also ich sehe hier sehr, sehr viel Kartenstuff. Das erinnert mich jetzt gerade sehr an beispielsweise The Royal Road to Card Magic. Das haben, denke ich mal, viele von euch gelesen. Das ist so ein absolutes Standardwerk für Zauberei-Anfänger. Man lernt eine Technik, dann lernt man einzelne Tricks, die man mit dieser Technik machen kann. Dann lernt man eine neue Technik und lernt dann Tricks, die die neue und die alte Technik verbinden. Dann lernst du wieder eine neue Technik und wieder die alten Sachen werden dann als Grundkenntnis vorausgesetzt und so weiter. Also es baut so aufeinander auf. 46, ja, also es wird dir Rising Card, es wird dir einiges erklärt. Krass, 75, immer noch nur Karten. Es sind wirklich alles Kartentricks, die halt auch teilweise andere Objekte mit einbeziehen irgendwo, aber es sind halt Kartentricks. Das ist schon mal wichtig zu wissen, bevor man das kauft. Das war mir nicht bewusst. Also ich sehe hier ja auch was mit Geldscheinen und so weiter. Hier ist ein Umschlag mit einem Fragezeichen drauf. Den mache ich einfach mal auf. Okay, hier sind Gav-Karten drin. Ah, sehr schön. Da sehe ich doch instant, was das für ein Effekt ist. Der Zuschauer darf irgendeine der vier Damen nennen. Sagen wir mal, die Karo-Dame würde er sagen, ja. Dann weiß ich ganz genau. Yes. Ich wusste, dass du die Karo-Dame sagen würdest. Und das funktioniert wirklich mit jeder Dame, ne? Also sagen wir mal, er hätte Kreuz gesagt. Dann
hätte ich auch vorher gesagt, dass es die Kreuzdame ist. Ja? Funktioniert auch mit der Pik-Dame. Also wir stoßen hier schon auf ein erstes Problem. Die Qualität. Die sind wirklich schön bedruckt, aber das ist keine Spielkarten-Casino-Pokerkarten-Qualität, wie wir das beispielsweise gewohnt sind von absoluten Standard-Decks wie Bicycle Standard oder Phoenix oder auch solchen Premium-Karten-Decks wie unserer wunderschönen Prestige Edition in Lederhaptik. Seht ihr das? Ist Papier, sieht aber aus und fühlt sich an wie Leder. Absolut nice. Okay, in wenigen Wochen gibt's die. Ja, die Qualität hat das Ganze leider nicht, was auch klar ist, weil sonst kann man so einen Zauberkasten nicht zu so einem Preis anbieten. Interessant. Auch nicht schlecht. Coole Idee. Ich würde euch gerne einen richtig coolen Münzentrick zeigen, aber dafür brauche ich nur mal eine Münze und ich habe hier nur so eine leere Schachtel. Aber das ist kein Problem. Ich muss nur einmal meinen Finger schnippen und schon taucht hier die Münze auf. Coole Sache eigentlich. Und damit können wir jetzt sehr gut zaubern. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist ein Tuch. Das findet man in sehr, sehr vielen Zauberkästen. So ein richtig schlecht verarbeitetes kleines Tuch. Also damit zu zaubern, ist halt schon cringe. Ihr seht, ich habe leere Hände. Achtung. Da kriegst du für sehr wenig Geld was sehr viel Schöneres und besser verarbeitetes. Aber gut, das ist so ein Zauberkasten dabei. Dann hat man einmal alles an einem Fleck. Hier in dieser Schachtel befindet sich anscheinend ein Kartenspiel. Yes. Damit kann man dann die ganzen Kartentricks üben. Ich guck mal, vielleicht ist hier die Qualität ja besser als bei den Gaff-Karten. Das wäre schon sinnvoll. Fühlt sich aber tatsächlich nicht so an. Okay. Ist das ein Stripper-Deck? Also ihr seht, wie toll die sich... Also ihr seht schon, wie toll die sich auffächern lassen, auf jeden Fall. Also das ist keine wirklich, wirklich gute Qualität. Aber es ist tatsächlich ein sehr besonderes Kartenspiel, habe ich gerade gesehen. Sagen wir mal, der Zuschauer sagt irgendwo Stopp bei irgendeiner Karte. Sagen wir an genau dieser Stelle hier. Er merkt sich die Karte, okay. Sie kommt zurück ins Kartenspiel. Und jetzt nennt der Zuschauer irgendeine Zahl zwischen 1 und 52. Sagen wir, er sagt die Zahl 5. Ja, ich habe das jetzt nicht irgendwie beeinflusst, dass sie da liegt. Aber auf magische Art und Weise, 1, 2, 3, 4, 5, liegt dort genau die Karte, die der Zuschauer ausgewählt hat. Und das Verrückte ist, sie wandert auch. Ich glaube, jetzt ist sie an die 13 gewandert. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und da ist die 13. Und da ist sie. Okay. Und genauso schnell verschwindet sie von der Stelle und wandert wieder woanders hin, und zwar hierhin. Yes. Und das Coole ist, ist kein Stripper-Deck. Andererseits hat man jetzt kein vollständiges Kartenspiel dadurch parat. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo was finde in der Richtung. Aber ansonsten ist das ja auch kein Problem, weil ich glaube, so ein Kartenspiel in einer etwas besseren Qualität sollte jeder zu Hause haben. In Zweifelsfall, Freunde, einfach in ein paar Wochen hier zuschlagen. Ihr wisst Bescheid. Also schon dreist, wie ich hier Werbung mache. Es tut mir leid. Aber ich möchte einfach, dass es alle mitbekommen. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier Geldscheine. Okay, vergesst den Plural. Es ist ein Shinlim 50-Dollar-Schein. Genau. Und ich sehe auch schon, auf welche Art und Weise der präpariert ist. Den können wir, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zum Leben erwecken, sodass wir den auf unsere Hand legen und bam, ganz von selbst öffnet sich. Und nee, andersrum. Wahrscheinlich, wir legen ihn aufgefaltet hin und der Schein faltet sich von selbst zusammen. Ich gucke mal, ob dafür wirklich alles da ist oder ob man da sogar was nachkaufen müsste. Ich glaube tatsächlich, dass hier in diesem Heft nur Kartentricks drin sind. Ich guck mal, was beim Online-Tutorial dabei ist, ne? Ja, genau. A Magic Thread. Ist das der gute? Den werde ich definitiv nicht für den Geldschein verwenden, aber da kann ich mir eine Flap mitbauen. Ist das, der ist doch der elastische, oder? Dann haben wir hier ein Anti-Gravity Device. Okay, ich bin gespannt, um was es sich dabei handelt. Ich glaube tatsächlich, das hat was mit einer Wasserflasche zu tun. Hier sind noch mehr Shinlim-Dollar. Und zwar Zehner. Zehner. Hier haben wir ein Cloaking Device. Ah ja, das sind zwei normale. Okay, zwei gewöhnliche DS. Und zwar für große Hände und auch für kleinere Hände. Okay, hier sehe ich etwas namens Vanisher. Was kann das? Interessant. Oh, wie cool. Okay, das finde ich gerade richtig nice. Aber ich kann es euch nicht zeigen. Mann, ich sollte es euch, glaube ich, lieber nicht zeigen. Weil das ist wirklich schon eher etwas, wenn ich euch das zeige, das verrät vielleicht den ein oder anderen Trick. Thank you.
Aber hier ist ein sehr, 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 sehr cooles Item. Hier, das in der Vanisher Box. Das finde ich bisher am besten. Da gucken wir, was hier noch ist. Final Destination steht hier. Das ist wahrscheinlich wieder Gefcard, oder? Ah, interessant. Hier ist der Eiffelturm, die Freiheitsstatue, die chinesische Mauer, der schiefe Turm von Pisa und so weiter. Taj Mahal. Mein Taj Mahal. Hört ihr, welcher Synchronsprecher das ist? Aber keineswegs. Bitte nicht. Das ist doch mein Taj Mahal. Aber keineswegs. Er ist es. Busted. Ich denke mal, damit dürfte auch ein sehr cooler Effekt erklärt worden sein. Das checken wir gleich im Online-Tutorial. Die Sache ist, ich finde auch die Verpackung tatsächlich sehr cool. Also die Einzelverpackung für die ganzen Karten ist wirklich sehr hochwertig. Also was man merkt ist, hier hat sich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Shin Lim oder einer der Produzenten, irgendwer hat sich hier auf jeden Fall gedacht, weißt du was, wir dürfen nicht wie so ein Standard-Zauberkasten wirken. Die Leute müssen was haben von ihrem Geld. Das muss sich auf jeden Fall lohnen. Und das muss edel sein. Der muss richtig big sein, weißt du? Und das merkt man auf jeden Fall. Hier steckt viel Liebe drin im Design und in der Produktion. Mindreader. Guck mal, merkt euch mal eins dieser drei Symbole hier, okay? Habt ihr euch für eins entschieden? Okay. Ich glaube tatsächlich, dass sich die allermeisten von euch für den Schmetterling entschieden haben. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Der Schmetterling ist die einzige Karte mit roter Rückseite. Wenn ich damit richtig liege, gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und schreib's mir in die Kommentare, ob es gepasst hat. Magic. Ja, da dürfte wahrscheinlich auch ein Tutorial dabei sein, wie man das Ganze noch sehr viel besser präsentiert. Also, ihr kennt mich, ich spiele immer so ein bisschen rum bei den Zauberkasten-Videos und guck einfach, was kann man damit machen. Hier ist das Devious Ace. Ah, sehr cool. Ein Classic. Merkt euch mal die Position vom Kreuz-Ass, okay? Das müsst ihr verfolgen. Wo befindet sich das Kreuz-Ass? Ohne irgendeinen Move oder sonst was. An welcher Stelle ist das Kreuz-Ass? Die meisten von euch denken jetzt wahrscheinlich in der Mitte. Da muss ich euch aber leider enttäuschen, denn das Kreuz-Ass ist längst nach ganz hinten gesprungen. Und so weiter, das kann man dann hin und her spielen. Ich glaube, viele von euch kennen diese Karten. Cool, dass sie auch hier dabei sind. Und der letzte Effekt von hier oben heißt Royal Flush. Das ist ja die höchste Hand im Poker. Okay, merkt euch mal eine dieser fünf Karten, okay? Ihr habt jetzt eine im Kopf? Alles klar. Ich glaube, du hast... Ja, ich weiß, an welche Karte du gedacht hast. Und deshalb lasse ich deine Karte verschwinden. Und sie ist weg. Hat's geklappt? Schreib's mir in die Kommentare. Gut, ich glaube, das ist so die dümmste Anwendung. Das verrät einfach komplett die Methode. Aber ja, das ist ja kein großes Geheimnis. Also auch solche Karten sind hier dabei. Ich finde es nur schwierig von der Qualität. Eine Sache möchte ich eben ansprechen, Freunde. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ich habe den Zauberkasten der Ehrlich Brothers vor 2 Jahren, glaube ich, ausgepackt und reviewed in der Infokarte da oben. Und da habe ich etwas ganz scharf kritisiert. Nämlich, auf allen Karten war fett Ehrlich Brothers drauf und deren Gesichter. Das heißt, du kannst nicht zu jemandem gehen und neutral ihm damit was vorführen, weil da halt fett Ehrlich Brothers drauf gebrandet sind. Das heißt, der weiß, du hast diese Karten aus dem Zauberkasten, es sind Zauberkarten. Und da wirklich großes Lob, Shin Lim hat nicht überall seinen Namen draufdrucken lassen, sondern hier ist wirklich ein relativ neutrales Backdesign. Das sieht jetzt nicht aus, als wären es irgendwelche magischen Zauberkarten, das sieht einfach aus nach normalen Spielkarten. Und da großes Kompliment, da lege ich viel Wert drauf bei sowas und das ist wirklich wichtig. Also da auch definitiv ein positiver Punkt, den ich ansprechen möchte an dieser Stelle. Okay, das hier wundert mich tatsächlich, ich kenne das. Und ich habe selbst auch 20.000 verschiedene Varianten davon. Deswegen, ich weiß, was man damit macht. Aber hier fehlt was. Also so kann man das nicht vorführen. Hier fehlt ein entscheidender Part. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es übersehen. Aber so wie das jetzt hier vorliegt, kann man diesen Trick nicht vorführen. Ja, was man hiermit machen kann, seht einfach selbst. Guck mal, ein Zaubertrick mit einer 2-Euro-Münze und Tuk-Tuk. Ja, das gute alte Cool Magic Tuk-Tuk, man kennt's. Bestes Produkt. Link in der Beschreibung. Okay, komm mal. Hier, 2 Euro Münze. 1, ja. 2, 3. Ja, fett, ey. Ja, fett, ey. Also, so viel erstmal zu den Items, die hier drin sind. Die habe ich euch jetzt einmal alle vorgestellt. Bisher bin ich sehr zufrieden damit. Ich muss sagen, das ist qualitativ meiner Meinung nach der beste Zauberkasten, den ich bisher geunboxed habe. Aber hier ist natürlich wenig Vielfalt drin. Das ist ein absoluter Minuspunkt. Es ist alles ausgelegt auf Kartenmagie. Für Leute, die sich nur mit Kartenmagie beschäftigen wollen, ist das natürlich super. Aber es ist kein vielseitiger Einsteiger-Zauberkasten, der absoluten Anfängern jetzt
ganz viele verschiedene Wege in die Magie mit reingibt und zeigt, ey, das kann man machen in der Magie, das kann man machen. Hier gibt's was mit Münzen, hier was mit Karten, hier was mit diesen Items und mit diesen Items und so weiter und so weiter. Das fehlt hier leider tatsächlich. Hier liegt der Fokus absolut auf Kartenmagie, was ich, wie gesagt, nicht schlimm finde. Ich selbst komme auch aus der Kartenmagie. Das ist meine Herzenssparte der Magie eigentlich. Auch wenn ich mich mittlerweile viel mit Mentalmagie beschäftige, Karten sind trotzdem immer noch so mein Haupt- und mein Lieblingsding irgendwo. Ich finde es wichtig bei einem Zauberkasten, wenn den jetzt irgendwie ein 8-Jähriger kauft oder zum Geburtstag kriegt und damit mit den Zaubern anfangen möchte, dann sollte da möglichst viel drin sein, dass der 8-Jährige halt sieht, oh, das sind alles Bereiche, die es gibt, ne? Aber ich lege das einmal kurz beiseite, denn wir schauen jetzt natürlich noch ins Online-Tutorial rein. Also, das zeige ich euch jetzt nicht, das Tutorial ist klar, aber ich gucke trotzdem einmal, was es hier an Tutorials gibt und was für Effekte erklärt werden, weil vielleicht gibt es hier jetzt was Neues. So, wir landen auf der Seite. Die kann ich euch, glaube ich, problemlos zeigen. Die sieht so aus. Ja, genau, hier ist ja noch nicht der Passwortzugang. Und dann scrollen wir. Hier ist wahrscheinlich ein Trailer. Hello everybody, this is Shenlin and welcome to my very first magic set. This is something I wish I had when I was first starting out. Ja, okay. Okay, jetzt steht hier Card Magic, Coin Magic, Make Items Float in Thin Air, Paper Money Magic, Vanish Items in Your Bare Hands, Mind Reading, Liquid Magic. Ja, aber es ist halt vor allem Kartenmagie. Und hier unten kann ich jetzt das Passwort eingeben. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Jetzt bin ich im passwortgeschützten Bereich und ich kann das Tutorial runterladen in Full HD 2,6 GB. Ich streame das jetzt erstmal. Das geht 2 Stunden 22 und wir haben es auch schön nach Kapiteln gegliedert. You just say stop anytime you want. Stop. Right there, you sure? Sehr coole Idee dafür. And I actually had a prediction right over here. In this box there's one card. Okay. Ich habe jetzt seine Performance hiervon gesehen und alter Schwede, ist das ein cooles Upgrade. Oha, ich sehe gerade nur nicht, wie er das gemacht hat, weil meiner Meinung nach fehlt hier was. Da drunter ist ja auch noch was. Wie cool! Ah ja, und da ist auch das fehlende Item. Das gefällt mir. Ich versuch's mal direkt nachzuzaubern, ja. Ich habe mir das Tutorial jetzt nicht angeguckt, aber ich mache einfach so, wie ich das vermute. Okay, der Zuschauer darf bei irgendeiner Karte Stopp sagen, okay. Sagen wir, er sagt hier Stopp. Wir merken uns die Karte, nicht vergessen. Und ich habe eine Vorhersage gemacht. Ich wusste ganz genau, an welcher Stelle der Zuschauer Stopp sagen würde. Denn hier in diesem Kartenspiel befindet sich ganz oben auf dem Deck genau eine Karte. Und zwar genau die vom Zuschauer gewählte. Aber es kommt noch besser. Die kommt zurück in die Schachtel. Und jetzt kommt das krasse Upgrade. Das fand ich wirklich cool. Und jetzt kommt das große Kicker-Ending. Wir können nämlich die ganze Schachtel mit dem Schnippen meines Fingers verschwinden lassen. Eine Karte bleibt noch übrig. Das ganze Deck verschwindet und nur die Herz 9 bleibt da. Ja, finde ich, ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Upgrade. Zum Tutorial kann ich direkt sagen, das ist wirklich schön gemacht, gut gefilmt, gut erklärt. Er hat alles doppelt. Er hat seine Frau, Casey heißt die, glaube ich, mit an seiner Seite. Er zeigt ihr den Effekt, also er führt ihr den jeweils vor. Und dann macht er es vor und sie macht es nach. Finde ich, ist immer eine sehr coole Methode, Zaubertricks zu erklären, dass man direkt jemanden daneben hat, der das Handling nicht gewöhnt ist. Und man direkt zeigt, ey, auch ein Anfänger, ich meine, Casey kann selbst auch mega gut zaubern, aber ein Anfänger, der dieses Handling nicht beherrscht, kann es auch sehr schnell und sehr einfach lernen. Finde ich immer gut. Jetzt bin ich aber gespannt auf den Vanisher. It vanishes. Okay, watch, you can see the piece of red. If I just disappears. Okay, welcome to. Okay, das muss man natürlich entsprechend vorbereiten. Da habe ich jetzt nicht die Zeit für. Das sprengt den Rahmen dieses Videos. Obwohl, das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine Performance und dann schneide ich die jetzt rein. Und falls nicht, dann habt ihr jetzt einfach mein Gesicht gesehen. Toll. Spaß. Bester Joke. Also, wir nehmen dieses wunderschöne rote Tuch in bester Qualität. Ja. Ich lasse es sogar noch ein Stück weit rausgucken. Du willst nicht strecken, oder? Okay. Okay, nochmal. Das rote Tuch kommt in meine Faust hinein. Okay? Ich lasse es ein Stück weit rausgucken, dass ihr es verfolgen könnt. Und jetzt gut aufpassen. Achtung. Und genauso verschwindet es. Ohne Ärmel, wie ihr seht. Und es geht genauso gut auch mit jedem anderen erdenklichen Objekt. Wie wäre es beispielsweise mit diesem Klemmstein Stormtrooper? Auch der erblickt ein letztes Mal das Licht der Welt,
bevor er dann für immer und ewig im unendlichen Jenseits verschwindet. Aber was habt ihr da hinterm Ohr? Ah, da ist... Okay, gut, cringe. So, you'll notice in your anti-gravity packet, there is a gimmick that looks like this. Okay, und bei anti-gravity, dieses kleine Gimmick, das ich vorhin angesprochen hatte, handelt es sich, wie ich mir schon gedacht hatte, eigentlich um genau den Effekt, den beispielsweise Benedict Cumberbatch mal vorgeführt hatte. Da hatte ich mal reagiert drauf. Really? It's kind of... Okay. Das ist süß. Things in it, like a straw. Okay. Genau, sehr, 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 sehr cooler Effekt. Den könnt ihr damit nachmachen. Also ich muss sagen, durch dieses Video-Tutorial gefällt mir das Ganze direkt millionenmal besser. So, die Anleitungen, die hier mit drin stehen, die sind zwar gut und das sind wirklich sehr viele Kartentricks. Alter Schwede, es ist einfach wirklich 100 Kartentricks, die erklärt werden. Das entspricht nicht dem Video-Tutorial. Das hier ist nochmal Add-on. Das heißt, eigentlich sind es wirklich, so wie es auch auf der Packung steht, über 100 Dinge, die hier erklärt werden. Aber es sind ja nicht nur Tricks, sondern auch Techniken, die hier mit drin stehen. Mein Fazit, Evolution lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr Kartenmagie begeistert seid. Es wird auch anderes erklärt. Das habe ich jetzt hier in den Videos gesehen. Aber vor allem liegt hier der Fokus auf Kartenmagie. Bedeutet, wenn euch gerade Kartenmagie interessiert, was wahrscheinlich der Fall ist, wenn ihr bei mir auf dem Kanal seid, weil ich ja hauptsächlich vor allem Kartenmagie auf meinem Kanal präsentiert habe, in den letzten 11 Jahren hier, dann ist das auf jeden Fall was für euch und dann würde ich euch auch eher zu diesen Zauberkasten raten als zu anderen Zauberkästen. Der ist qualitativ nämlich meiner Meinung nach wirklich echt der Beste, den ich zumindest bisher unboxed habe. Ich habe erst 4 oder 5 Zauberkästen ausgepackt und reviewed, also von daher kann ich das natürlich nicht vergleichen mit allem, was es gibt. Aber mit dem, was ich bisher gesehen habe, ist das auf jeden Fall qualitativ der Beste. Wie gesagt, absoluter Fokus auf Kartenmagie. Wenn ihr ein vielseitiges Zauberset haben möchtet mit vielen verschiedenen Sachen, würde ich euch eher abraten davon, dann lasst lieber die Finger davon. Fazit, steckt da viel Shinlim drin. Es sind viele Standardeffekte. Die 100 Kartentricks, die im Heftlein erklärt werden, sind absolut Standard. Die Effekte, die mitgeliefert wurden, sind absolut Standard. Aber bei den Details wurde auf jeden Fall hingeguckt. Und da merkt man, dass da auf jeden Fall ein Profi wie Shinlim mitgearbeitet hat. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich habe mir jetzt natürlich noch lange nicht jedes Detail angeguckt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht bei jedem anderen Profi-Zauberer am Ende genauso ausgesehen hätte. Also den Shinlim, wirklich zwischen den Zeilen, dass es absolut unverkennbar Shinlim ist, den spüre ich da jetzt nicht. Definitiv. Aber nichtsdestotrotz, alles, was ich gerade gesagt habe, tolles Teil. Wie gesagt, den Link habe ich in der Videobeschreibung, wenn ihr euch selbst davon überzeugen möchtet und das auschecken möchtet. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Matti. Ciao. Ja, also was auf jeden Fall direkt ins Auge springt. Ja, also was auf jeden Fall ins Auge springt. Mann, Schnauze!